Spirituell selbstständig? Dann hör gut zu, denn heute möchte ich drei Gefahren mit dir teilen, die ich über die letzten Jahre beobachtet habe. Die meisten kommen in die Spiritualität durch ihre eigene persönliche Heilreise und entdecken dann, wie gut ihnen gewisse Praktiken tun, gewisses Glaubenssystem tut und möchten das vertiefen und natürlich auch mit den Mitmenschen teilen. Und gleichzeitig merken sie, so ganz sattelfest bin ich damit noch nicht, ich muss noch ein bisschen lernen, was vernünftig ist. Und dann begeben sich die meisten auf Wissensakquisition, Gefahr Nummer 1. Das heißt, ich beobachte Menschen hechten von einer Ausbildung zur nächsten Fortbildung in der Hoffnung, dass, ja, wenn ich dann das Life-Coaching-Zertifikat habe, ja, wenn ich dann den Reiki-Grad Nummer XYZ habe, ja, wenn ich dann, keine Ahnung, das fünfte Jahr Astro-Ausbildung habe und so weiter, dann bin ich bereit. Und verstehe mich nicht falsch, es ist wichtig, dass du solides Wissen mitbringst und Praktiken, dass du deine eigene spirituelle Praxis hast. Aber beobachte mal selbst für dich, ob du in diesem Hamsterrad der Wissensakquisition bist, Zertifikaten und Diplomen nacheiferst, unter der versteckten Angst, ach, eigentlich bin ich und mein Wissen, mein Können noch nicht gut genug. Weil wenn du wartest, bis du 100% ready bist, kann ich dir jetzt schon sagen, der Moment wird nie kommen. Das ist eine Angst, das ist ein Fass ohne Boden. Irgendwann musst du diesen ersten Schritt wirklich machen. Spring, bevor du bereit bist, sozusagen. Für meine Tarot-Community, das wäre der Nach. Irgendwann, take a leap of faith. Gefahr Nummer 2 ist, dass viele keine Infrastruktur haben. Ja, die haben kein smartes Angebot. Wie viele Menschen müsstest du denn ansammeln, damit du mit einer Tarotberatung, mit einer Reiki-Session, mit einer Yoga-Klasse, mit einem Workshop wirklich deinen Lebensunterhalt verdienen kannst? Kannst du es energetisch überhaupt halten, selbst wenn du diese Leute zusammenbringen würdest? Wahrscheinlich nicht. Das heißt, es braucht eine smarte Dienstleistung. Und aus meiner Erfahrung ist es entweder ein Gruppenkurs, wo du mehrere Menschen zusammenbringst, oder ein digitales Angebot, was von dir wenig bis keine Präsenzzeit fordert. Oder aber du hast ein hochpreisiges 1:1 Angebot, ein hochpreisiges 1:1 Coaching Programm bzw. Mentoring, was dir dann deinen Lebensunterhalt sichert. Natürlich kannst du sagen, ja, ich wollte es eh nur als Nebenjob machen, aber auch das, stimmt das oder ist das nur eine Excuse? Also was ist die Lösung? Ja, als allererstes vielleicht mal sich eingestehen, dass das eigene Unternehmerhütchen schief sitzt bzw. nicht vorhanden ist. Und was ja sehr cool ist, ist, dass die meisten dann irgendwann auch erkennen. Und dann tappen sie in zwei Fallen. Die eine Falle ist, sie arbeiten mit einem Business Coach, der selbst keinen Plan von Spiritualität hat und wenden dann Praktiken an, die mit ihnen überhaupt nicht in Resonanz stehen. Die entwickeln dann eine Marketingsprache, die Drei-Schritte-Formel und die alles, was wir halt da draußen so hören, was überhaupt nicht resoniert. Und das mag funktionieren. Irgendwo hat sich das in der Matrix ja auch bewiesen. Aber wir wollen noch eine neue Erde erschaffen. Das heißt, es braucht andere Methoden, auch was das Marketing betrifft. Und Falle Nummer 2 ist, dass sie dann mit Manifestierungscoaches arbeiten, die ihnen versprechen, dass du vom Sofa aus einfach nur fest dran glauben musst und dann wird das Ganze schon. Und wenn sich das bislang noch nicht manifestiert hat, naja, dann bist du halt nicht gut genug eingetuned. Man kann sicherlich aus beiden Welten etwas rauspicken. Es gibt nicht die eine ultimative Wahrheit, aber mich würde jetzt tatsächlich mal interessieren, wo befindest du dich auf dieser Reise? Erkennst du dich in einem dieser drei Punkte wieder? Wissensakquisition, kein smartes Angebot, beziehungsweise Unternehmerhütchen sitzt schief. Ist das 1, 2 oder 3? Und falls du nach einer Lösung suchst, dann klick bitte mal bei mir oben in die Bio auf Soul Mission Leben. Mach deine Berufung zum Beruf. Das ist ein Gruppenkurs, den ich jetzt wieder launche. Und auf der Seite findest du alle Informationen dazu, als auch Kundenfeedback, zufriedene Kundenstimmen der letzten 5 Jahre. Und wenn du weitere Wahrheiten zum Thema Soul Business erfahren magst, dann abonniere meinen Kanal. Ich freue mich über jede neue Seele, die in meine Welt kommt.